Wir sind Janani und Mirko und haben uns dieses Jahr entschieden, unser Cabrio gegen einen Camper einzutauschen. Wie ihr in den letzten Videos gesehen habt, war es nicht so einfach. Wir haben uns entschieden, den Camper zu stornieren. Aber am Ende ging alles gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar holen wir heute unseren Camper ab. Ja, wir fahren dazu heute nach Naumburg. Das liegt zwischen Jena und Leipzig. Da hatten wir ein gutes Angebot im Internet gefunden. Aber wir müssen jetzt noch 2 Stunden fahren. Mal schauen, ob die Straßen frei sind. Hier ist nämlich der Winter ausgebrochen. Und jetzt geht's los. Noch 7 Minuten, bis wir da sind. Die Vorfreude steigt. Bei Mirko steigt auch die Nervosität. Ich weiß gar nicht warum, du bist eigentlich nie nervös. Ob alles passt? Ja, er hat gerade schon gesagt, nicht, dass da auf einmal ein orangener Camper steht. Farbe falsch angegeben, weil wir haben den ja, wegen Corona kann man ja keine Autohäuser besichtigen und haben den online gekauft. Genau, also wir haben den noch nie gesehen, wir haben nur Bilder gesehen, also noch nicht mal Bilder, weil die hatten, glaube ich, nur Bilder von dem 6 Meter. Drin und wir haben den ja 45 und ja, jetzt hoffen wir, dass alles glatt läuft und jetzt nicht gleich irgendwie ein roter oder ein gelber Camper dasteht. Also drückt uns die Daumen, wir sind gleich auf jeden Fall da. Oh, da steht schon ganz viele Camper. Gar nicht. Da steht der Orangene, da ist er. Da ist er, der Orangene. Oh Gott! Da steht schon einer bereit. Ja, da ist er! Steht er schon, wird schon aufgeladen für uns. Hast du schon gesehen? Ja. Steht er. Ich glaube, das ist er. Oh mein Gott. Ja, da steht er. Ah, oh, er guckt uns schon an. Ja, cool. Oh, da ist er. Müsst ihr euch noch gedulden. Ja. Oh, ist so schön. Oh, kann man richtig die Tränen. So, eingeparkt. Und nun heißt es abholen. Ja, wir holen ihn jetzt gleich ab. So. Da steht er. Oh, das ist ja niedlich. Da ist er. Der Cliff. Na, wie war die erste Fahrt? Ja. 7 Kilometer hat er auf Tour. Oh, verrückt, oder? Ja, gut. Das ist es, Leute. Das ist jetzt unser Camper. Wir kommen jetzt auch mal zu Wort. Es war gerade auf jeden Fall ziemlich stressig und deswegen können wir uns jetzt erst melden. Wir hatten ja noch einen Mietwagen dabei, den wir eigentlich um 10 Uhr abgeben sollten, um 11 Uhr abgeben sollten. Kurz vor 11, ja. Genau, und wir haben das schon gar nicht geschafft und die Vermietung macht um 12 zu. Wir sind um 11:45 dort eingerollt, weil überall Umleitungen waren. Wir für eine, ich glaube, 20-Minuten-Strecke fast 40 Minuten gebraucht haben. Also doppelt so lange und ja, das war auf jeden Fall ziemlich anstrengend, nervig, weil wir nicht wussten, wann wir ankommen und dementsprechend hatten wir auch beide mega den Puls. zudem musste ich auch noch auf Klo und bei der Autovermietung gab es auch kein Klo, deswegen hatten wir noch mehr Stress. Ja. Aber wir haben es geschafft und jetzt gerade sind wir so ein bisschen runtergekommen. Ich bin immer noch vollkommen geflasht hier. Schon krass, dass das jetzt unser Camper ist. Soll ich ein bisschen schwenken? Ja, zeig mal. Ja, wir haben jetzt hier erstmal noch einen Stopp gemacht. Wir hatten tierisch Hunger, aber das erste Essen in unserem Camper haben wir nicht selbst zubereitet. Leider nicht. Aber wir haben ja auch einfach noch gar nichts hier, ne? Also ja, genau. Weder Bettwäsche noch irgendwas in der Küche. Wir sind einfach
Also wir werden euch bei Gelegenheit, wenn alles fertig ist, auf jeden Fall hier eine ausführliche Roomtour geben von dem Camper. Aber dafür haben wir noch einiges zu tun. Ja, wir wollen auch noch einiges umdekorieren. Wir haben schon einige Pläne gemacht. Wir haben auch schon einiges online bestellt. Aber man kann ja nicht alles online bestellen. Und zum Glück haben wir heute noch einen IKEA gefunden, wo wir persönlich hin können mit einem negativen Corona-Test. Den haben wir gestern gemacht. Und genau, da werden wir heute noch so ein paar Grundsachen besorgen. Und da fahren wir jetzt hin und nehmen euch selbstverständlich auch mit. Ein kurzes Update. Wir sitzen gerade immer noch im Camper, sind noch nicht im IKEA angekommen. Wir haben extra die Nordroute genommen, weil wir auf unserem Camper noch Sommerreifen drauf haben und es fast überall schneit, vor allem weiter südlich. Und ja, irgendwie haben wir gerade nicht so Glück, weil es ab und zu schon leicht schneit und wir hier richtige Schweißausbrüche bekommen, weil wir echt Angst haben, dass uns hier gleich irgendwas passiert. Also wir drücken echt richtig doll die Daumen, dass wir noch heile ankommen. Wir haben jetzt noch circa 100 Kilometer bis zum IKEA und jetzt gerade sieht es auch wieder gut aus. Mirko holt jetzt etwas zu messen, damit wir die ganzen Schränke und so vermessen können. Richtig? Mission accomplished. Sagt man das nicht so? Ja, wir waren jetzt im IKEA, war echt wenig los. Aber innerhalb von 90 Minuten haben wir das echt nicht geschafft. Ja, wir sind also jetzt hier raus und haben irgendwie Kopfschmerzen, sind so fertig, weil einen das wirklich stresst, in 90 Minuten da durchzuhetzen. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ja, es war gut, dass wir noch einen gefunden haben, wo wir rein konnten. Ja. Wir haben jetzt schon einen Großteil, was wir uns aufgeschrieben haben, bekommen. Genau. Und genau, was genau, erzählen wir euch dann in einem separaten Video. Da zeigen wir euch ja eine Roomtour. Und vielleicht kann ich euch beim Makeover ja zeigen, was wir hier alles haben. Jetzt geht's übrigens für uns ganz schnell nach Hause, denn es hat vorhin geschneit. Ja, hier liegt ein bisschen Schnee und wir haben hier noch Sommerreifen drauf. Also drückt uns die Daumen, dass wir sicher ankommen. Für uns heißt es ca. 90 Minuten nach vorne jetzt. Und das ist schon gleich um 8. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Wir melden uns jetzt erst, weil es gestern so spät geworden ist. Wir sind nämlich, ich glaube, um 9 oder so erst zu Hause angekommen. Wir haben ja so viel zu tun gehabt gestern und es war so stressig, dass wir gestern nicht mehr die Muße hatten, noch irgendwie hier reinzusprechen. Aber wir haben es heile geschafft und sind trotz Winterreifen, Sommerreifen heile hier angekommen, obwohl es draußen so winterlich war. Ja, hat alles dann am Ende super geklappt. Unser Camper Jim, das ist nämlich der Name, den wir uns ausgedacht haben. Wollen wir kurz erzählen, wie der zustande kommt? Ja. Also mein Name ist ja Janani. Meiner ist Mirko. Und wir haben beide ein I im Namen. Und wir haben einfach meinen Anfangsbuchstaben genommen, seinen Anfangsbuchstaben. Und daraus ist Jim geworden. Ja, relativ einfach. Wir wären vielleicht nicht drauf, wir sind eigentlich nicht drauf gekommen. Wir haben diesen Wortgenerator verwendet, wie ihr im letzten Video sehen konntet. Und der Name kam aber gar nicht als Vorschlag raus. Ja. Es kamen tausende Vorschläge. Zum Beispiel kann man aus unserem Namen auch Iron Man bilden. Ja, das ist echt fanden cool. Wir relativ witzig. Aber wir haben uns für Jim entschieden. Und ja, demnächst werden wir noch ein paar Videos bringen. Wir werden euch als nächstes Video mitteilen, warum wir uns genau für diesen Camper entschieden haben. Und das wird schon relativ bald, also nächste Woche sein. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns wie immer gerne ein Like da und wenn ihr wollt, könnt ihr es auch sehr gerne abonnieren. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen und wünschen euch dann noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!